Hallo zusammen, wenn ihr das hier seht, bin ich entweder gerade an einem Hitzeschlag gestorben oder befinde mich in den Flitterwochen. Weil ich aber nicht möchte, dass eine zu lange Pause entsteht, werde ich dieses Video jetzt hier einfach hier mal vordrehen und geplant hochladen. Und ja, also wenn ihr das hier seht, liege ich wahrscheinlich gerade am Pool und lasse es mir gut gehen in den Flitterwochen. Bitte erschreckt euch nicht und denkt, warum sieht denn die so merkwürdig aus? Heute ist, glaube ich, der heißeste Tag der Menschheit. Es sind mindestens 40 Grad bei uns hier oben. Make-up lohnt sich überhaupt nicht. Ich bin klitschnass geschwitzt. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Es lohnt sich. Also die Haare habe ich wirklich nur hochgebunden. Es ist so heiß hier drin. Also es ist unglaublich. Es ist wirklich unfassbar heiß. Aber nichtsdestotrotz Arschbacken zusammen und durch. Ich zeige euch nämlich heute Produkte, die ich euch empfehlen kann für den großen Tag. Also für den Tag der Hochzeit. Nicht Produkte für irgendwann, sondern für den einen, für den großen Tag. Und wir fangen auch schon direkt an. Ich hatte vor einiger Zeit davon ein Pröbchen und habe mich direkt in den Duft verliebt. Und als ich dann das Flakon-Design gesehen habe, wusste ich einfach, das ist ein Hochzeitsduft. Ja, der sieht einfach, der schreit Hochzeit. Und zwar ist das Valentino, Valentina von Valentino, also so heißt das Parfum, so. Und sieht das nicht, schreit das nicht förmlich Hochzeit, also mit diesen zarten Blümchen, also ich finde, das sieht extrem nach Hochzeit aus. Der Duft ist, boah, wie soll ich den, ich würde eher sagen blumig. Und etwas ein pudrig, blumiger Duft, der ein bisschen schwer ist. Er ist jetzt kein leichter Sommerduft. Er ist schon durch eine etwas herbere, blumige Note eben nicht sehr frisch. Aber er riecht einfach ultra elegant und einfach wie eine Braut an ihrem Hochzeitstag aussieht, ja? Also wenn ihr eine Hochzeit habt in einem Schloss oder in einer Burg, irgendwas sehr Festliches. Also das riecht nach einer sehr festlichen Braut und einem klassischen schönen Kleid und einer tollen Hochsteckfrisur. Sehr elegant. Gibt es nicht die Prinzessinnen-Hochzeit, sondern das riecht nach der eleganten Braut. Könnte genauso gut ein wunderbarer Duft für eine sehr elegante, mondäne Braut fürs Standesamt sein. Also so riecht das. Also wenn ihr das riecht, es riecht nach einer sehr eleganten Frau, eleganten Braut. Da aber mein Kleid nicht wirklich elegant ist, es geht, also mein Kleid, ich kann es euch gerne ein bisschen verraten, mein Kleid geht, so mein ganzes Outfit geht so ein bisschen mehr, ihr kennt mich ja, so ein bisschen hippie-schick. Es ist nicht das traditionelle Plüsch-Plüsch-Kleid. Und eigentlich hatten wir ja vor, auch auf einer Burg zu heiraten. Und da hätte ich gerne ein sehr, sehr pompöses Kleid gehabt. Ich hätte mir das sogar ausleihen können. Manche von euch wissen das. Von Guido Maria Kretschmer, ja. Ich hätte mir das echt leihen können für den einen großen Tag. Aber es hat sich alles anders ergeben und entwickelt. Und letztendlich haben wir alles verschoben und abgesagt. Und haben uns für eine komplett andere Variante entschieden. Die, ja, einfach viel mehr zu uns passt, die wir immer schon so im Kopf hatten und aber uns dann letztendlich da durchgerungen haben und wirklich nur wir beide nach Las Vegas fliegen, um dort ja, unsere Zeit zu verbringen. Es ist wirklich nicht jedermanns Geschmack und auch bestimmt nicht jedermanns Sache, aber es ist einfach etwas, ich kann nicht, es ist schwer sagen, wir sind jetzt 6 Jahre zusammen und immer wenn wir über das Thema Heiraten gesprochen haben, war es immer so, das ist unser kleiner Traum, ja, in Las Vegas zu heiraten. Nur wir beide, nur keine Familie, keine Freunde, sondern wirklich etwas sehr, sehr, nur für uns. Ja, also halt nur für uns, nur wir beide. Und dann, ja, und letztendlich haben wir das auch genau so gemacht und wir sind sehr, sehr glücklich über diese Entscheidung. Natürlich hatten wir unseren Junggesellen in Abschied und natürlich feiern wir hinterher auch mit Hochzeitstorte und Familie und Freunde. Darum geht es gar nicht, sondern aber diese Zeremonie, Die musste halt so sein, wie wir uns das vorstellen. Lange Rede, kurzer Sinn. Mein Kleid ist deswegen ganz anders geworden, weil ich echt kein 10.000 Euro Kleid
ja, da dafür die Verantwortung übernehmen will, dass es da nicht im Flugzeug verschwindet oder so. Und ja, dann bist du verheiratet und direkt verschuldet und so, ne? Also da hätte ich jetzt ehrlich gesagt gar keinen Bock drauf. Deswegen habe ich gesagt, vielen Dank, aber nein, danke. Ich habe mich dazu entschieden, ein super, super schlichtes Kleid zu nehmen und mit sehr viel Glitzer zu arbeiten, weil Las Vegas Glitzer, ne? Muss halt sein. Und dafür ist das Kleid sehr, sehr zurückhaltend. Und da finde ich, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ihr könnt das gerne mal in den Kommentaren schauen. Das würde mich sehr interessieren, ob ihr auch findet, dass zu bestimmten Outfits und Anlässen bestimmte Düfte nicht passen, obwohl sie gut riechen. Also ich bin da sehr eigen, glaube ich. Aber ich finde, bei mir ist es zumindest so, dass jeder Duft zu einem Outfit und zu einem Anlass passen muss. Also wie gesagt, ich würde diesen eleganten Duft jetzt eben nicht für eine Las Vegas Hochzeit in einem Hippie-Schick-Kleid nehmen wollen. So, dann passend dazu, das gab es nämlich in einem Set, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber schaut mal, das habe ich online bei Douglas damals gekauft, das war so ein Set, das hier ist eine Bodylotion und was ich gar nicht gecheckt habe irgendwie beim Bestellen, dass es eine Schimmer-Glitzer-Lotion ist und ja, davon abgesehen, die riecht eben natürlich passend natürlich zu dem Parfum, aber viel, viel leichter. Also die ist gar nicht, der ist nicht so herb, nicht so schwer wie das Parfum selbst. Da geht das schon wieder, ne? Das könnte man zu Las Vegas Hochzeit dann schon wieder machen. Aber was ich sehr schön finde, ist, da ist etwas Glitzer mit drin, also jetzt kein Schimmer, sondern eher so grob. Grober, goldener Glitzer, würde ich eher sagen. Ja, doch, ein bisschen Schimmer, genau. Ja, ein bisschen Schimmer. Aber ich schwitze so dermaßen, das verläuft hier alles so ein bisschen gerade eben nirgendwo. Sorry, ich versuche nochmal zu gucken. Ja, es ist irgendwie so feiner, goldener Glitzer irgendwie. Sehr, sehr schön. Also das passt auch super. Da bleiben wir auch direkt beim Thema. Ich war nämlich total darauf fixiert, eine wunderschöne Haut zu haben, die so einen richtig schönen Glow hat. Ja? Also am ganzen Körper, nicht nur im Gesicht, sondern am ganzen Körper wollte ich das haben. Und habe deswegen noch nach einer Alternative zu der Lotion hier gesucht. Und kam natürlich, weil es der Name schon verrät, zur Glow Lotion von Soap & Glory. Hat einen sehr dezenten Glow. Ganz ehrlich, wenn du eine sehr helle Haut hast, wirst du diesen Glow nicht finden. Wenn du aber eine schöne Bräune hast, also auf mittel- bis starker gebräunter Haut, sieht das toll aus. Bei einer hellen bis leicht gebräunten Haut, da kannst du dich nämlich suchen, da wirst du keinen Glow finden. Also das ist wirklich was für die dunkleren Typen unter euch, die auf der Suche sind nach einem sehr natürlichen Glow für die ganze Haut. Und was natürlich auch sehr schön ist, dass es halt sehr schön riecht. Es hat immer diesen typischen Soap & Glory Duft. Aber der Glow ist wirklich für helle Häutchen ja nicht so wirklich geeignet. Jetzt habe ich aber was gefunden. Oh, wie bräsig man sein kann manchmal, ne? Wie bräsig man sein kann, wenn ihr habt, und wahrscheinlich haben das viele von euch, Pigmente, so helle Pigmente, ne? In so einem Döschen, so, und ihr denkt die ganze Zeit so, was könnte ich denn mal mit so einem schimmernden Pigment machen? Ich habe keine Ahnung. Benutzt man nicht. Oder so einen Lidschatten oder einen Highlighter, den ihr habt. Irgendetwas, was sehr, sehr stark schimmert und ja, halt so einen sehr, sehr starken Schimmer hat. Und ihr habt die ganze Zeit überlegt, boah, ey, tut mir leid, das schimmert mir zu sehr, das will ich nicht im Gesicht haben, was soll ich denn damit jetzt machen? Packt euch das in eure Lotion rein. Zerbröselt das, wenn es ein Lidschatten oder ein Highlighter ist oder irgendwas. Und packt euch das in eure Bodylotion, kann man ja selber auch anmixen. Oder einfach die losen Pigmente da reinkippen. Es gibt selbst in der Drogerie ja von Essence mittlerweile schon lose Pigmente mit diversen Schimmer. Das ist auf jeden Fall, das knallt. Und da könnt ihr euch es auch selber dosieren,
wie stark ihr das wollt, ja. Mein absoluter Lieblings-Highlighter ever, das wisst ihr ja, der ist schon, ich glaube, den habe ich schon seit 3 Jahren, ist immer noch der von P2 von der Snow Glam LE. Liebes P2-Team, wenn ihr das Video jemals zufällig sehen solltet, das ist ein Aufruf. Bitte bringt den nochmal raus. Bitte, bitte, bitte. Den Highlighter aus der Snow Glam LE. Please, bitte bringt den ins Standardsortiment. Oder nochmal in irgendeiner LE. Ich habe seit dieser LE jeden Highlighter von P2 getestet, der jemals rauskam. Und nie war einer dabei, der so geil ist. Also ich benutze den ja immer hier, ne, für meine Wangenknochen und auch hier für meinen Brauenbogen. Der ist einfach göttlich, der beste Highlighter. Es tut mir leid, ich habe auch andere getestet von NARS und von MAC und von Hase nicht gesehen, ja, sämtliche Marken durch und keiner hat mich so überzeugt, keiner hat so einen schönen Glow wie der von P2. Sorry, ist so. Ja, meine Meinung. So, jetzt habe ich mir aber gedacht, ja, wenn das so einen schönen Glow überall macht, dann kannst du auch auf deinem Körper, dass ich so bräsig bin und da nicht sofort drauf gekommen bin. Ne? Aber ich nehme jetzt einfach so einen Rougepinsel und gehe hier so am Dekolleté und die Arme und Schultern einmal so entlang, auch manchmal an Fußrücken und Waden nochmal hoch. Das sieht so schön aus. Oh, liebes P2-Team, dieser Highlighter, der ist so genial. Der ist für den ganzen Körper so toll. Und ich bin ja nun wirklich nicht stark gebräunt. Ich bin ja nur noch, mittlerweile bin ich ja wirklich nur noch ein Hauch von angebräunt. Irgendwo weit entfernt, ja. Also, und trotzdem habe ich so einen wunderschönen Glow. Das sieht so toll aus. Und ich bin sehr, sehr traurig, dass mir der jetzt echt vor kurzem so weggesprotzt ist. Jetzt, also, ich habe den ja wirklich jetzt über Jahre sorgsamst aufbewahrt, aber der hat jetzt einfach einen Schlag wegbekommen. Dieser Verschluss ist kaputt. Aber trotzdem, den nehme ich auf jeden Fall mit und den werde ich auf jeden Fall an meiner Hochzeit auch benutzen. Der ist einfach traumhaft schön. Bleiben wir gleich beim Thema Make-up und so. Da wollte ich noch kurz was zu sagen. Wahrscheinlich denkt ihr jetzt so, du hast doch einen Beauty-Blog und du schminkst so total viele Tutorials. Wieso machst du keine Braut-Make-ups? Das kann ich euch sagen. Weil ich persönlich finde, dass man kein standardisiertes Braut-Make-up machen kann. Also ich finde, dass ein Braut-Make-up so ziemlich das Individuellste ist an einer Braut, was man sich nur vorstellen kann. Ist meine persönliche Meinung, weil ich finde, dass jede Braut ja im Alltag schon ganz anders aussieht. Du kannst nicht einer Frau, die sich überhaupt nicht schminkt, ja so ein Gesicht aufmalen, ja, wie manche das machen. Ich finde, das passt dann einfach nicht. Du kannst natürlich das gewisse Sachen so unterstreichen und es natürlich halten, aber eine Frau, die sich sehr, sehr stark schminkt im Alltag, wo du schon denkst, wow, geht die in die Disco oder in die Oper, die aber so auch mit so einem richtig starken Make-up auch ins Fitnessstudio geht. Was willst du da schminken? Natürliches Make-up an ihrem Hochzeitstag? Da fühlt ihr sich doch total unwohl mit. Außerdem finde ich, kommt es drauf an, wie ist das Outfit? Ja, wie sieht dein Kleid aus? Wie verpackt ihr die Feier? Gibt es ein Motto? Heiratet ihr im Winter, im Sommer, im Frühling draußen? Wo auch immer, ne? Also ich finde, es gibt kein Standard-Braut-Make-up. Und ich wehre mich auch mit Händen und Füßen dagegen, dass man sagt, wow, immer schön in Brauntönen und natürlich gehalten. Ja, das mag natürlich zu manchen Frauen passen, aber ich finde, man kann das nicht pauschal sagen. Du kannst nicht jeder Braut dieses Nude-Make-up verpassen. Das ist meine Meinung, geht nicht. Und deswegen halte ich da mich mit meinen Vorschlägen dezent zurück. Und ja, Brautfrisuren, da braucht ihr mich erst gar nicht fragen, weil da habe ich überhaupt gar keine Ahnung. Ich kann Frisuren einfach nicht. Ich kann keine Flechtfrisuren, ich kann keine Hochsteckfrisuren, ich kann gar nichts. An meinem Hochzeitstag werde ich mir schöne Wellen reinmachen, einen Schleier rein mit so einem Kamm, ja, so einen Schleier reinmachen. Fertig ist die Kiste. Da mache ich kein großes Geschiss. Also genau wie mit diesen Nail-Designs, die ich versucht habe in meiner Vorstellung, war das wunderbar. Mit der Umsetzung hapert es. Da muss man doch einfach mal ehrlich zu sich selber sein und sagen, okay, manche Dinge kann man einfach nicht. Ist so, ne? Also, und Brautfrisuren gehören für mich definitiv dazu. Ach genau, jetzt wollte ich euch die ganze Zeit was zeigen.
egal welches Braut-Make-up du auch immer vorhast, egal wie deine Haut aussieht, benutze vorher das Matte Fluid. Zumindest wenn du vorhast, dass dein Make-up-Ding wirklich den ganzen Tag hält, gibt es eine wunderbare Kombination. Also zum erst, bevor du dein Make-up aufträgst, einmal das Matte Fluid von Kiko, das wirklich dafür sorgt, dass die Haut wirklich lange, lange matt bleibt, ohne dass sie austrocknet oder spannt oder irgendwas. Also die sorgt wirklich für ein schönes Hautgefühl, versorgt die Haut sehr schön mit Feuchtigkeit, aber trotzdem kontrolliert es sie, dass es sie nicht zu stark glänzt. Und wenn du wirklich mit allen pudrigen Konsistenzen in deinem Gesicht fertig bist, ja, du hast deine Foundation aufgetragen, du hast dein Rouge aufgetragen, dein Puder aufgetragen, deinen Lidschatten aufgetragen, dann fixierst du das Ganze mit dem absolut besten Fixing Spray ever von Skindinavia. Das No More Shine Make-up Finish Spray gibt es, soweit ich weiß, auch nicht in Deutschland zu kaufen. Gibt es wirklich nur bei Skindinavia. Die haben einen Online-Shop, braucht also entweder Kreditkarte oder PayPal, um da zu bezahlen. Und der Versand dauert arschlange. Also mindestens 2-3 Wochen dauert der Versand, bis das hier ankommt. Ich habe es bisher 2-mal bestellt und es ist immer angekommen. Und ich musste das auch nicht verzollen oder beim Zoll abholen oder irgendwie so, gar nicht. Wichtig ist, dass man es schüttelt. Also das ist, ich zeige euch das nochmal von nahen, so sieht's aus. Ganz, ganz wichtig ist, dass man es schüttelt, weil sonst kann es die volle Kraft nicht entwickeln. Also das ist ganz wichtig, dass man das sprüht und es hält mega lange. Also wenn du dich nicht abschminkst, bleibt es einfach da, wo es ist. Also man muss sich einfach abschminken, ja, sonst läufst du halt so rum. Das hält und hält und hält. Das ist absolut Knaller. Kann ich euch echt nur empfehlen. Ich könnte das theoretisch ja mal als Miyakosa-Goodie quasi, ne, als Happy Haul vorschlagen. Schreibt das auch gerne in die Kommentare. Würdet ihr das gut finden, wenn man das viel einfacher und günstiger hier über Miyakosa bestellen könnte? Ich weiß nicht. Schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr davon halten würdet. Weil ihr könnt mir immer irgendwas vorschlagen, ne? Weil das ist ja gerade der Sinn von Miyakosa, dass man das eben macht, ne? Dass man einfacher an Produkte und Marken kommt, an die man sonst nicht drankommt. Und Skindinavia, wie gesagt, es ist nicht so einfach dran zu kommen, obwohl es sehr, sehr gut ist. So, dann, ja, das ist schon das letzte Produkt. Es ist wieder ein Parfum, was ich euch vorstellen möchte. Und das ist so göttlich. Es ist, ich kann gar nicht beschreiben, wie absolut göttlich dieses Parfum ist. Es ist von Benefit, das neueste Parfum, und nennt sich Under My Spell Noel. Sieht so aus. Sage ich euch auch einmal. Das ist ein so elegant, also es ist auch ein eleganter Duft, würde ich eher sagen. Es ist ein, der ist nicht zu schwer, er ist süß, warm, erinnert mich ein bisschen an Karamell und Honig, aber jetzt nicht so künstlich und riecht, boah, also wunderbar, fast schon ein bisschen orientalisch, blumig, sehr, sehr, sehr schön, ein bisschen pudrig auch. Es ist auf jeden Fall etwas, oh, das ist so ein, du riechst das und es ist so warm in deiner Brust. Oh, gut, kommt gut bei 40 Grad in der Dachgeschosswohnung. Aber es ist auch irgendwie, ich finde, so ein typischer, besonderer Tagduft. Weil er eben sehr was sehr Besonderes ist. Er riecht auch ein bisschen frisch gewaschen irgendwie, so ein sauberer Duft. Also ich kann euch den nur empfehlen, dass ihr da einmal dran schnuppert. Außerdem riecht der super lange. Also der ist wirklich ein sehr intensiver Duft, der sehr lange hält. Und das finde ich sehr, sehr gut. Ist ein Eau de Toilette. Das hätte ich niemals gedacht, weil der so intensiv ist. Und ich werde sehr häufig darauf angesprochen, wenn ich ihn trage. Und ja, er ist einfach ein besonderer Tagduft, den man echt für, ja, für die Hochzeit empfehlen kann. Ich finde, das wird wahrscheinlich auch mein Hochzeitstagduft sein, weil er was Besonderes hat und aber trotzdem nicht zu elegant riecht. Ja? Er hat was leicht Flippiges auch.
was ausgefallen ist. Er riecht einfach sehr besonders und ich habe noch nie einen Duft gerochen, der so riecht. Und ich habe ein sehr gutes Gedächtnis in meiner Nase. Also wenn ich einmal was geschnuppert habe, dann bleibt das in meiner Nase, ne? In meinem Gedächtnis, in meinem Nasengedächtnis. Und ich habe noch nie ein Parfum gerochen, was annähernd so riecht. Ja. So, und zu guter Letzt, wie gesagt, ne, könnt ihr wieder was abstauben. Und zwar könnt ihr etwas gewinnen in diesem Video. Also zwei von euch können das gewinnen sogar. Was es eigentlich noch gar nicht gibt. Ja, und zwar könnt ihr einen wunderschönen Duft gewinnen, wie ich persönlich finde, der jetzt einfach perfekt auch zu diesem Video passt. Und zwar nennt sich der Loverdose Tattoo von Diesel. Es ist das neue Parfum von Diesel in dieser super geilen Herzform. Deswegen passt es ja auch so gut, ne? Loverdose, Herzform, ne? Hochzeit, Liebe und so. Und wie gesagt, diesen Duft gibt es noch gar nicht zu kaufen, aber ihr könnt jetzt zwei davon gewinnen. Ich kann euch kurz auch einmal sagen, wie der riecht. Der war bei mir im Kühlschrank, weil ich den auch sehr, sehr gerne trage im Moment. Und deswegen war der bei mir im Kühlschrank. Oh, der geht in eine ganz andere Richtung. Er ist auch sehr intensiv. Sehr warm. Auch eher blumig, auch nicht frisch. Es ist eher ein Duft, wie gesagt, für abends. Er ist dennoch etwas leichter als die anderen beiden, die ich euch jetzt gerade gezeigt habe. Er geht auch wieder in diese pudrig-blumige Richtung. Leider auch etwas süß, aber nicht frisch. Also keiner der Düfte ist wirklich frisch. Auch wieder warm und süß und elegant. Aber ganz anders als die anderen beiden. Viel leichter. Er entwickelt sich und wird sehr, sehr leicht. Und ja, also ich mag ihn sehr, sehr gerne. Im Moment für den Alltag. Obwohl ich gerade gesagt habe, für den Abend. Weil er eben doch im ersten Moment sehr stark ist. Aber er entwickelt sich und wird sehr, sehr leicht. Und ja, diesen tollen Duft können zwei von euch jetzt gewinnen. Also bitte schreibt in die Kommentare, was ist dein beziehungsweise, wenn du dich mit Parfums viel beschäftigst, welchen Duft würdest du an deinem Hochzeitstag tragen? Das würde mich sehr interessieren. Okay, schreibt es in die Kommentare und unter allen Kommentaren zu diesem Thema, die das Parfum gewinnen wollen, ja, wird das dann, wenn ich wieder da bin, ne, nach mal von meinen Flitterwochen, wird das dann verlost. Ja, ich hoffe, da waren ein paar Produkte bei, die euch an eurem großen Tag weiterhelfen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, dann nach meinen Flitterwochen. Ich denke, ich werde jetzt kein Video mehr vordrehen, das wäre jetzt alles. Okay, also meine Herzen, habt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns dann wieder, wenn ich hier einen Ring habe. Bis dann, tschüss, spätet alle schön.